Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Legend of Zelda Breath of the Wild. Letztes Mal haben wir Zeldas Forschungslabor entdeckt und und die Erinnerungen, die letzte bekommen. Und die Quest hat sich updated. Sie ist noch nicht abgeschlossen. Das heißt, bevor wir wieder hierher gehen und Ganon besiegen, müssen wir nach Kakariko gehen und Impa davon einmal erzählen. Aber vorher will ich noch mal in diesen Turm da und deswegen laufen wir jetzt einfach dieser Drohne vorbei! Ah, nee, warte. Das war jetzt ein bisschen unnötig, oder? Ich weiß ja, dass. Oh Gott. Egal, komm, den bringen wir jetzt um. Ich habe keinen Bock. Ich hab Bock, ihn umzubringen. Zeldas Gemach? Okay. Das Master Sword ist ziemlich gut im Zerschnetzeln, würde ich sagen. So, Holzpfeile. Was gibt es denn hier noch zu entdecken? Noch ein Buch von Zelda. Wir können wieder mehr erfahren. Zeldas Tagebuch. Nach meinem Treffen mit den Recken habe ich die Erforschung der Relikte fortgesetzt, aber bislang ohne Erfolg. Ich muss alles über die Relikte herausfinden, um so die wiederkehrende Verheerung aufhalten zu können. Wenn man der Prophezeiung des Weissagers Glauben schenken kann, bleibt nicht mehr viel Zeit. Diese Gedanken beunruhigen mich, aber heute fehlt mir die Kraft, weiterzuarbeiten. PS, morgen tritt der Ritter seinen Dienst an, den mein Vater mir als Leibwächter zugeteilt hat. Wir sind unterwegs nach Goronia, um an Rudania zu arbeiten. Die ganze Zeit spüre ich seinen Blick in meinem Nacken. Er ist wirklich schwer zu durchschauen. Kann er nicht einmal deutlich sagen, was er denkt? Die Vorstellung quält mich, was der vom Bannschwert auserwählte Held wohl von mir halten könnte. Die Prinzessin von Hyrule, die ihre Kräfte der Versiegelung nicht gebrauchen kann, oder ob er mich im Stillen verachtet. Nein, Zelda, nein, das tut Linky Boy nicht. Heute habe ich die Beherrschung verloren und ihn angeschrien. Ja, das haben wir tatsächlich auch wieder in Erinnerung gesehen. Ich war frustriert, weil meine Forschung nicht die erhofften Fortschritte macht. Da kam er plötzlich angeritten, obwohl ich ihm gesagt hatte, dass er mich nicht zu begleiten braucht. Das Schlimmste war, dass er nicht einmal zu verstehen schien, warum ich so aufgebracht war. Ich weiß, dass er nichts dafür kann, aber seine Unschuldigkeit hat mich nur noch wütender, sein Unschuldsblick hat mich nur noch wütender gemacht. Ich weiß nicht, wie ich die heutigen Ereignisse niederschreiben soll. Welche Worte drücken nur meine Gefühle aus? Er hat mich gerettet. Er hat mich vor den Klingen der Jäger beschützt. Das haben wir auch in Erinnerung. Wir haben alles in Erinnerung gesehen, ne? Aber egal. Obwohl ich mich ihm gegenüber so kühl verhalte und immer meine Launen an ihm auslasse, morgen werde ich für mein Verhalten um Entschuldigung bitten. Ich werde mit ihm reden. Mit Link. Einfach reden. Ich bin endlich ein wenig mit Link ins Gespräch gekommen. Nebenbei habe ich erfahren, dass er ein rechter Vielfraß ist. Aber das tut nichts zur Sache. Als ich ihn letztlich gefragt habe, warum er immer schweigt, ist ihm die Antwort schwer gefallen. Es stellte sich heraus, dass es Schüchternheit war. Er glaubte, er könne den Anforderungen nicht gerecht werden. Ich dachte immer, er wäre so begabt, dass er sich um nichts sorgen müsse. Doch das Gegenteil ist der Fall. Es hat wohl jeder seine Sorgen, die andere ihm nicht ansehen. Ich dachte nur an mich und an niemanden sonst. Ich werde weiter mit ihm reden und vielleicht kann ich mit ihm auch die Dinge teilen, die mir Sorgen bereiten. Natürlich, Zelda, natürlich. Mein Vater hat mir die Forschung an den Relikten verboten. Die Erinnerungen haben wir gesehen. Ich soll mich ganz auf meine Siegelkräfte konzentrieren. Ich war so verletzt, dass ich nicht antworten konnte. Seit ich ein Kind bin, bemühe ich mich ununterbrochen. Meine Mutter verstarb im Jahr, bevor meine Unterweisung beginnen sollte. Ich verlor zugleich Mutter und Mentorin. Meine Mutter sagte mir lächelnd: Sorge dich nicht, Zelda. Du wirst deine Kräfte in kürzester Zeit erweckt haben. Doch es ist mir nicht gelungen. Wie viel Zeit auch vergeht, wie oft ich es auch versuche, besitze ich sie überhaupt? Morgen werde ich mit Link zur Quelle der Kraft aufbrechen, doch auch dies wird vergebens sein. Ich weiß es jetzt schon. Diese Nacht hatte ich einen Traum. Ich stand an einem düsteren Ort. Eine im Licht gehüllte Frau sah mich an. Sie schien mir nicht von dieser Welt zu sein, doch ob Geist oder Göttin, sie war von herausragender Schönheit.
Zelda ist übrigens die Wiedergeburt von der Göttin von Hyrule. Das heißt, im Prinzip ist es gerade Selbstlob von wegen, ich bin so wunderschön. Egal. Darum geht es ja jetzt auch nicht. Sie sprach doch, ihre Stimme erreichte mich nicht. Hätte ich sie verstanden, wenn meine Kräfte erwacht wären? Oder entsprang dieser Traum nur meinen Ängsten? Ich werde die Antwort erfahren, ob ich will oder nicht. Heute ist mein 17. Geburtstag. Nun ist mir auch der Besuch der Quelle der Weisheit erlaubt. Ich werde mit Link bald zur Ranelespitze aufbrechen. Die anderen Recken begleiten uns bis zum Fuß des Berges. Ich habe Vater seit unserem Streit nicht mehr gesehen. Nach meiner Rückkehr werde ich zu ihm gehen. Seit ich diesen Traum hatte, verspüre ich etwas. Auch wenn niemand einer talentlosen Prinzessin Glauben schenken wird. Ohne den Anlass zu verstehen, trage ich eine große Furcht in mir. Ja, das ist natürlich ein tiefer Einblick auch mal in Zeldas Gedanken dazu. Und natürlich erfahren wir auch viel von Linky Boy und seiner Suche nach den Krogs. Tschüss, Stein. So, dann kann ich sie auch nicht mehr verstecken. Joa. So. Ist nur ein Ritterbogen, oder? Oder ist das ein bisschen mehr? Nee, ist nur ein Ritterbogen. Nee. Gardenbogen. Die Sheikah schufen diesen Prototyp als Waffe gegen die Verheerung. Er ist stark und schnell, doch seine Haltbarkeit lässt zu wünschen übrig. Egal, wir haben ja genug Bögen. Wen werfen wir den Weg? Ja, komm, was soll. Können wir ihn jetzt wegwerfen? Ja. Sehr schön. Ich würde sagen, unser Weg ist hier ein kleines bisschen versperrt. Ein ganz, ganz kleines bisschen. So, die Frage ist, erkunden wir jetzt das Schloss weiter oder gehen wir direkt nach Kakariko, um die letzte Mission abzugeben? Denn die wollen wir auf jeden Fall abgeschlossen haben, bevor wir. Okay. Das war jetzt nur so semi-effektiv. Aber egal. Aber egal. So. Ich würde natürlich noch gucken, ob ich hier im Schloss irgendwas Cooles organisieren können. Irgendwas, was so. Weiß nicht, irgendwas, was halt hilfreich wäre. Machen wir mal ein Revali hier. So. Ist das wieder der Thronsaal? Das ist wieder der Ganon-Kampf, ne? Den haben wir ja eigentlich noch nicht ganz so als Ziel gesetzt. Ja, der Thronsaal. Mit dem wollen wir jetzt noch gar nicht mal so viel zu tun. Ach Gott, Linky Boy. Streng dich doch mal an hier. Wir klettern auf Schloss Hyrule hinauf. Es muss hier ja noch irgendwas geben, oder? Ganz oben in der Turmspitze. Ganz oben in der Turmspitze muss ja was sein. Ich meine, wozu gibt es sonst eine Turmspitze? So, ich speichere aber nochmal kurz, falls der Kampf gegen Ganon startet. Denn, wie gesagt, wir wollen erstmal die Hauptquest hier vervollständigen. Sieht ein bisschen eklig aus, ne? So ein ganz kleines bisschen. So, aber hier scheint irgendwie nichts rumzuliegen, was mich ein bisschen traurig stimmt.
Aber wir können ja immer noch höher hinaus, nicht, Linky Boy? Ist das nicht unser aller Ziel, Schloss Hyrule zu erklimmen? Hier muss doch noch irgendein cooler Stuff rumliegen, oder? Nicht. Okay, dann machen wir einen Revali da hoch. Dann ist mir das auch zu doof. Dann ist mir das auch zu doof hier. Okay, da ist eine Glocke. Und ein Krog. Was sagt man denn dazu? Ein kleiner Krog, der sich hier versteckt. Was machst du da, Link? Was machst du da, Link? Link, komm da wieder runter. Danke sehr. Tschüss. Du hast mich in den Krug zusammen. Also wenn ich ein Krug wäre, ich würde mich ja nicht bei der Verheerung gerne verstecken, ne? Das wäre mir so ein bisschen ein. Ach, schön, antike Pfeile. Die können wir, glaube ich, gebrauchen. Die sind immer noch komplett ekelhaft. Die Verheerung, ne? So. Aber wir könnten immer noch weiter hinauf. Auf den Turm von Schloss Hyrule. So. Ist da oben irgendwas? Ich bezweifle es gerade irgendwie ein bisschen. Aber Versuch macht klug oder so. Ich glaube, wir kriegen tatsächlich da oben nichts. Kaputt. Es ist einfach nur kaputt. Ich dachte, da wäre irgendwas. Schade drum. Das ist sehr, sehr schade. Und Linky Boy erklettert den Turm und es wird kalt. Wow. Merken wir uns also. Auf dem Turm von Schloss Hyrule ist es kalt. Der arme Linky Boy muss natürlich nicht frieren. Und kann sich ja mal eine Feder anziehen anstatt seiner Kapuze, damit ihm wieder ein bisschen wärmer wird. Ich habe langsam das Gefühl, dass diese ganze Kletterei uns wenig voranbringen würde. Ja. Aber wir müssen definitiv vor den Kampf gehen, gerne nochmal richtig irgendwie Fleisch farmen, nochmal alles zusammensuchen, dass wir hier auch. Oh, das ist ein Krog. Immerhin etwas, ne? Immerhin etwas. Es ist schön zu wissen, dass jetzt für alle Ewigkeit ein Krog neben diesem, neben dieser Spitze vom Schloss. Oh, das ist doch ein schönes. Jetzt bin ich auch zu doof, den Capture-Knopf zurück. Das ist doch ein schönes Bild. Mit den beiden. Also bis auf das hier der ganze Tod durch die. Durch die Luft schwebt, ne? Das ist ein bisschen suboptimal, aber sonst. Sonst ist es doch ganz schön. Haben wir nicht sogar Einstellungen, um das HUD irgendwie wegzumachen? Textfenster. Profi. Auf jeden Fall, wir sind schließlich Profi. Okay, es hat halt die Karte weggenommen, ne? Ob das jetzt so profimäßig ist, weiß ich auch nicht. Kommen jetzt dazu. Ja, okay, man müsste irgendwie das mehr beeinflussen können, ne? So.
Haben wir denn hier noch was zu entdecken? Ich wüsste nicht, wo wir noch irgendwas Sinnvolles, also finden könnten im Kampf gegen Ganon. Was ist das da? Das Zeichen? Hier haben sich auch nur Krogs verewigt, oder? Wir das abbrechen? Wir starten das gleich neu. Und dann holen wir uns den kleinen Croggy Boy. Croggy. Croggy, der Croggy Boy. So. Okay, das war wenig effektiv. Aber egal. Aber egal. Sehr schön. Das da hinten ist nur ein Eingang in den Thronsaal, oder? Warte, nochmal ein Sicherungsspeicherstand. Können wir hier oben frei walten? Sieht ein bisschen so aus, als könnten wir hier frei walten. Können wir was mit dem Ritter machen? Ja. Nein, das wollen wir doch nicht. Nein, 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 nein. So. Mir fällt jetzt allerdings nicht mehr ein, welchen Winkel des Schlosses wir jetzt noch untersuchen. Man, ich hätte gerne noch. Ich hätte gerne noch ein paar Teile gesammelt, dass wir uns ein paar antike Sachen machen können. Aber mir will nicht so richtig einfallen, wo ich das machen will. Nicht so wirklich. Komm, den nehmen wir jetzt gleich auseinander. Okay, warte. Wir gehen nach Kaka. Ort verlassen. Na, das ist ja wundervoll. So. Willkommen in den Ruinen von Hyrule Stadt. Durch das Tor sind wir auch nicht gegangen, ne? Das ist ja cool. Lässt man uns da rein? Cool, wir können es halt einfach selber reinlassen. Ja. Ich gehe ja schon. Ich gehe doch. Aber bevor wir gegen Ganon kämpfen. Ah, okay. Jetzt haben wir ein paar dieser Dinger erkundet. Okay, das ist natürlich doof. Aber bevor wir da reingehen. Bevor wir da reingehen, wollen wir natürlich alle Hauptquests erledigt haben und gut gewappnet sein gegen Ganon. Denn sonst ist das ja alles ein bisschen doof. Und antike Waffen in Akala machen, ne? Ist klar. Und
Da sind wir wieder in Kakariko, der ersten Stadt, die wir tatsächlich besucht haben. Damit noch auf einem riesigen Umweg, den wir hinten übers Gebirge gegangen sind. Aber hier haben wir das erste Mal Impa getroffen. Auch der einzige Ort, wo wir Impa getroffen haben. Aber darum geht es ja jetzt nicht. Sprechen wir erst einmal mit ihr. Oh, du bist es. Wie geht es dir? Wie? Du hast endlich alle 12 Orte gefunden. Dann ist die Zeit wohl gekommen. Ich sage dir, wo du die letzte Erinnerung wecken kannst. Es ist nämlich so, jetzt bin ich mal richtig gespannt. Tilda bat mich, dir das hier als letztes zu zeigen. Dies ist das letzte Bild. Kennst du die Stelle? Von hier aus sollte dieser Ort nicht mehr als eine halbe Tagesreise entfernt sein. Wenn ich im Leben nur noch einen Wunsch aussprechen könnte, wäre es dieser: Erinnere dich an Zelda und führe ihren Kampf fort. Könnte das denn sein? Ist ein bisschen schlecht gemacht. Haben wir das denn? Haben wir das denn als Bild im Album? Haben wir nicht, ne? Nee. Schade. Das ist sehr, sehr schade. Dann müssen wir jetzt noch die letzte Erinnerung finden. Kann er uns hier einen Tipp zu geben? Okay, nein, kann er nicht. Joa, aber ich würde sagen, die Erinnerung, die suchen wir dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.